So, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin, wie man sieht, gesperrt für Chatnachrichten. Man sollte halt nicht so oft schreiben, dass man das alles ziemlich doof findet, dass man, ne, U-Boote hat und dass man, was weiß ich nicht, was hat. Sollte man nicht so oft schreiben, stößt ein bisschen negativ auf. Aber egal, wir werden trotzdem jetzt loslegen und werden eine Runde Puerto Rico fahren, damit ihr wenigstens ein Video noch habt für den heutigen Tag. Und dann werde ich das zeitliche Segnen am Valentinstag. Ich bin extremst müde, extremst kaputt. Hab was seltenst Dämliches bei Twitter gelesen, wo ich mich wirklich gefragt habe, ey, kann man wirklich so blöd sein? Ja, man kann scheinbar. Dementsprechend, wie gesagt, nicht wundern. Es gibt jetzt eine Runde und ich hoffe, sie wird gut. Sie wird richtig gut. Die letzte Mal nicht so toll. Okay, Achter sind dabei, zwei Schiemers, ein U-Boot. Gut. Machbar. Machbar. Wir schalten mal gleich auf HE erstmal um. Und dann harren wir mal die Dinge aus, die da kommen. Ja, die Puerto Rico, bekanntlicherweise ja ein Werftschiff. Im Endeffekt der Zehner der Alaska. Der Pendant dazu. Unterscheidet sich zu Alaska durch ein Geschütz hinten mehr, was das Ganze noch ein bisschen spaßiger macht. Ansonsten sind sich diese beiden Schiffe verdammt nochmal ähnlich. Sehr ähnlich sogar. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir mit diesem Schiff ein bisschen was rausreißen. Vorteil der Amerikaner, wie immer, ja, dass ihr das Wunderbare habt. Unsere Uwe bewegt sich gar nicht. Okay, sehr schön. Teammate, I need your support. Okay. Dann hilft's nichts. Tut mir furchtbar leid. Zack. Ich kann's nicht ändern. Ich will's auch gar nicht ändern. Sowas nervt mich ganz gewaltig. Leute, die. Leute, die aber nicht losfahren, ne? Ist einfach mal ein bisschen nervig. So, hier scheint noch keiner zu sein. Nee, C wird erobert. Unser U-Boot ist jetzt doch losgefahren, endlich mal. Das ist ja auch schön. Ich bin aufgedeckt durch irgendwas. Das wird sicherlich gleich auf mich schießen. Und wie immer eine Bourgogne, die bekannt dafür ist, dass meine Hütte gut Schaden nimmt. Na, so viel Schaden hat sie gar nicht genommen. Viel weniger hat seiner jetzt auch nicht Schaden genommen. Ja, da war die Bourgogne jetzt richtig Gas gegeben. Das wäre schon schön, wenn die anderen auch mal kurz mitschießen würden. Ja, wo kam jetzt hier auch Torps her? Da steht eine Baltimore. Versteckt sich. Ich habe sie natürlich nicht getroffen, ganz klar. Nachteil dieses Schiffes ist definitiv
die recht langsame Drehgeschwindigkeit der Türme. Und nächster Nachteil ist halt auch wirklich die schlechte Abwehr gegen U-Boote. Okay, sie sind alle hier. Hier sollten wir uns definitiv mal verömmeln. So, Baltimore. Die unsere Hallern jetzt tötet, weil sie die ganze Zeit aufhält. Ja, die Baltimore ist zurückgefahren. Mal sehen, ob wir sie treffen auf die Entfernung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht. Auf die Entfernung wird es eher schlecht werden. Aber wir schauen mal. Die Iowa möchte jetzt ja auch vorstoßen. Das sollten wir ausnutzen. Das sollten wir definitiv ausnutzen. Von daher schießt jetzt die Gibraltar, die jetzt rückwärts fahren möchte. Enemy submarine spotted. Ja, ich sehe keinen Submarine, die ist 12 Kilometer weit weg. Okay, das U-Boot ist unter Wasser. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. Ja. Alle Stationen, vorrücken. Schön angezündet. Sollte man nicht vergessen, kann man immer gut mal machen. Allerdings sollte man die Bourgogne auch nicht vergessen, die dankenswerterweise aber immer noch mit HE schießt. Ja, und da kam noch mal eine Pommern hinterher. Der Pommern-Fritz. Ja, der Ding steht hier nicht. Oh. Zweiten Brand ausgelöst. Das kommt ja ganz gut, immer so ein Brand, ne? So ein Brausebrand. Das dann zum Thema Baltimore. Jetzt gehen wir auf die Shima los. Ja, jetzt hat es mich erwischt, weil ich mich zu sehr auf die Dings konzentriert habe. Attention, reporting the target position. Ja, jetzt wird sie natürlich vorwärts, ganz klar. Ja, schade drum. The enemy team takes the lead. Dann müssen wir mal so hinfahren, dass wir uns hier nicht belästigen lassen. Und jetzt müssen wir erstmal das Thema Bourgogne erledigen. Und das werden wir mit AP erledigen. Aua!
Ja, nicht einmal getroffen. So gut ist sie ausgewichen. Ist klar. Anhalter. Aua, wer schießt denn hier dauernd auf mich? Ich glaube, es hackt. So die Bomber kann das nicht sein. Oh, dann nix wie weg hier. Bevor die Bomber nochmal schießt. Ja, die fährt schon zurück. Offen. Oh, 18.000 auf eine Dings gesetzt, auf eine. Ja, kann man schon mal machen. Anhalt. Ach, er schießt da von hinten immer. Ja, jetzt schießt er die Burgonia auch wieder auf mich, weil er kein anderes Ziel hat. Ja, und von allen Seiten, zack, 5000 gesetzt, ist mir auch wirklich egal mittlerweile. Die Burgonie braucht jetzt auch mal richtig einen rein. Ja, da immer noch aufgedeckt. Meine Schüsse werden nicht ankommen. Nee, war mir klar. Ja, wir haben die Hälfte an Schiffen verloren. Von hinten schießt dauernd eine. Giuseppe Verdi auf mich. Ich bin immer noch aufgedeckt. Also Nebraska macht keine Ahnung, was auch immer da. Ach, in die Tops fahren. Ja, das war sinnvoll. Das war sinnvoll. Ja, schade drum. So, nachladen bitte. Nebraska, könntest du auch irgendwas mal machen oder? Ach, wir stellen uns wieder in den Nebel. Ah, das ist immer so schön, die Schiffe im Nebel stehen. Leider nicht angezündet. 85.000 haben wir schon zusammen. Ist jetzt nicht so das, für was man sich schämen müsste. Nicht so wie zum Beispiel die Dings, die ganze Zeit da nur rumsteht und rumeiert. Ne? Die Pommern, ne? Ich meine, die Pommern parkt da hinten, ne? Ich habe ein paar Mal was auf die Nase gekriegt und das war es dann eben halt. Tja, ich verfolge es und habe meinen Spaß und kann jetzt aber einmal heilen, um ein bisschen Power zu haben. Na, der Nebel müsste ja nur noch bald mal vorbei sein. So. Ja,
Das wird mich killen. Ne, killt mich doch nicht. Hallo Plimplong gemacht. Nur Plimplong gemacht. Das ist leider auch kein wirkliches Wunder, dass sie hier gewinnen. Ich muss wieder ausweichen. Ich bin am Ende. Ja, jetzt bin ich tot. Ich zünd sie leider auch nicht an. Oder auch doch. Zweites Mal angezündet. Ja, auch sie hat eine Secondary, damit muss ich natürlich rechnen. Battle ends in 5 minutes. Ja, depends on me, ja, ist klar. Ja, 114.000, da kann man auch schon mal depensen, ne? Ja, was soll ich da machen? Aber 126.000 ist nichts, für was ich mich schämen muss. Definitiv nicht. Ist halt wieder... Was soll ich sagen? Ne? Wenn das Team nicht mitspielt... Ne? Ne? Die hatte einzige, die ein bisschen was erreicht hat mit all das zusammen. Über ihn hier brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Über den noch viel weniger. Über sie... Ja, sie hätte man einen Kill, ne? Ja, komm, Leute. Ich will mich dann auch nicht mehr über sowas aufregen. Ich habe mich heute schon so sehr über diesen Twitter-Post aufgeregt, wo ich mir echt wirklich denke, bei manchen hat Mutti während der Schwangerschaft echt nicht die Finger vom Alt gelassen und sie hätte es besser getan. Ja. Hilft nichts. Wir haben es erledigt und damit ist gut. Ich freue mich, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend und sorry, dass ich heute nicht so gut drauf bin. Bis Danny, ciao, ciao.